und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ja viele Sachen euch in Saalbach gezeigt, aber für die Anfänger oder die einfach mal im Urlaub ausprobieren wollen, wie fühlt sich das hier an, ein bisschen Mountainbiken zu lernen, zeigen wir euch heute hier den Learn to Ride Park. Hier auf der Tafel findet ihr eigentlich alle Informationen und hier gibt es sogar so einen kleinen Lift, mit dem ihr euch hochtragen, schieben lassen könnt. Da stellt ihr einfach das Rad drauf und ihr steht drauf und dann rollt ihr nach oben. Alles, was ihr wissen müsst, steht hier auch drauf. Und die meisten Lines, Little Monty, Little Huckleberg, Little Panorama, Little Proline, sind alle so ein bisschen vom Flow und vom Style wohl anscheinend den richtigen Lines nachempfunden. Und wir werden jetzt jede Line hier einmal abrollen und wir zeigen euch natürlich auch die kleine Drop-Batterie, an denen ihr auch als Anfänger so ein bisschen droppen lernen könnt. Viel Spaß bei diesem Video. Sozusagen. Leute, hier haben wir die Drop-Batterie, die kommt von der Proline runter. Die Lines machen eigentlich alle schon recht Spaß. Wir sind die jetzt langsam gefahren, dass ihr die auch alle sehen könnt und so. Man kann aber auch gut Speed kriegen, wenn man das Fahrrad in die Kurven legt und so weiter und so fort. So, aber die Drop-Batterie.
Viele Leute haben ja Angst vor Drops. Von oben sieht es auch schon relativ gruselig aus. Ich werde das jetzt gleich mal auch anfahren und zeige euch aber, dass gerade auch die ersten beiden und eigentlich sogar der dritte, aber der dritte ist so knapp an der Grenze für die meisten, aber die ersten beiden kann man auch wirklich easy überrollen. Und das Einzige, was man braucht für diese Drops, ist einfach nur ein bisschen Speed. Ich werde jetzt jeden Drop einmal fahren. Wir starten mit dem größten direkt und dann gehen wir zum kleinsten rüber. Ihr werdet merken, es ist easy peasy, gar kein Ding, gar kein Problem. Hier oben könnt ihr anfahren. Hier ist auch extra noch so ein extra Startpunkt. Hier kommt die Pro-Line runter und wir starten. Ihr seht jetzt schon von hier oben tatsächlich, ist wirklich ist schon relativ gruselig. Schön aktivieren. Ganz entspannt. So, schieben wir nochmal hoch und die anderen beiden Drops zeige ich euch jetzt, dass ihr halt wirklich gar keine Angst davor haben braucht, weil man die einfach überrollen kann. Da braucht man auch gar nicht so viel Anlauf nehmen. Da könnt ihr echt ganz entspannt von hier überrollen. Keine Angst, da passiert gar nichts. Und ihr könnt es euch denken, der dritte ist noch viel einfacher tatsächlich. So, jetzt der ganz, ganz kleine, richtig Baby. Jetzt zum Schluss möchte ich euch aber nochmal den dritten zeigen mit ein bisschen mehr Speed. Falls ihr hier seid, der dritte, ihr könnt euch das Drop-Video von mir und Thomas angucken, was ich da so gelernt habe für die richtigen Drops. Aber hier, weil die Landung weit entfernt ist, ist das eher ein Step-Down und gar nicht so richtig ein Drop. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Speed. Ich rolle jetzt von da oben von der Kurve an und fahre mal mit ein bisschen mehr Speed. So, weil sonst sieht man immer, wie die Leute einen Schweinehopp darunter machen. Aber eigentlich ist es viel schöner, über Speed das Ganze zu regeln. So, ich hoffe, der kleine Einblick in den Learn to Ride Park hier in Saalbach hat euch gefallen. Und wenn ihr mal hier im Urlaub seid oder ganz Mountainbike-Anfänger seid oder einfach mit euren Kids hier sein wollt und die mal ein bisschen hier rumkurven lassen wollt, während ihr vielleicht die richtigen Trails oben fahrt, hat euch das Video vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Pro-Line, Saalbach, little Pro-Line. Yes.